Wir sind hier beim Ladies Cutter Cup. Der wird zum 7. Mal hier in der Friedrich-Ebert-Sporthalle ausgetragen. Weil Mädchen und Frauen immer noch die Minderheit bei den Turnieren darstellen, haben sie ihren eigenen Cup. Also im Karate ist es so, dass rund ein Drittel weiblich sind, zwei Drittel männlich. In unserem Verein haben wir einen besseren Schnitt. Wir haben so 40, manchmal sogar über 40% Mädchen und Frauen. Immer wenn Jungs und Männer dabei sind, ist die Atmosphäre laut, aggressiv und was ganz anderes. Und da fühlen sich manche Frauen nicht so sehr wohl. Hier nur ihresgleichen, Kampfrichter, Betreuer, alles gemischt, aber eben nur Mädchen und Frauen, die sich hier auf ihren nächsten Auftritt vorbereiten, und das ist schon wesentlich ruhiger und harmonischer, auch wenn die Mädchen und Frauen echt stark sein können, laut sein können, aber nicht zwischen den einzelnen Disziplinen. Die Jüngsten sind gerade 6 und die Ältesten sind unter 60. Der Karate kennt keine Altersgrenze. Solange wie man das sich bewegen kann, kann man Karate betreiben. Auch mit Beeinträchtigungen kann man Karate betreiben. Wir haben auch manchmal Menschen mit Handicap bei uns, unterschiedliche. Und Karate ist wirklich für jede und jeden. Mein Name ist Ramona Albert, ich komme aus der Nähe von Rostock und ich bin jetzt seit 3 Jahren im Karateverein TSV Rostock. Also das hier ist mein allererstes Turnier überhaupt. Ich war noch nie bei irgendeinem Wettkampf am Start. Das ist mein allererster Auftritt. Ich bin total begeistert, mir gefällt das hier total gut. Ich bin nur am Strahlen, am Lachen, weil das ist für mich total neue Erfahrung und das ist total schön. Der Karatesport hat mich insofern verändert, dass ich doch, glaube ich, noch ein bisschen selbstbewusster geworden bin und mir auch mehr zutraue. Und ich traue mich eben einfach auch zu sagen, so, ich mache das jetzt. Und wie die Leute mit mir umgehen, das hilft mir, auch in unserem Verein. So, ne? Also das spielt überhaupt keine Rolle, dass ich blind bin. Ich werde da behandelt wie jeder andere auch, und das ist ja auch gut so. Für mich selber ist es schön, dass es alles so geht, wie es geht. Meine Bestätigung, dass überhaupt so was möglich ist. Ich bin Paula, ich bin 12 Jahre alt und ich mache hier bei der Budo Akademie Sport. Ich bin zum 2. Mal beim Ladies Karate Cup dabei. Mir gefällt es gut, weil es macht sehr viel Spaß. Also ich finde es cool an diesem Sport, dass ich halt immer fit bleibe und dass ich mich halt auch vor anderen, also dass ich mich verteidigen kann. Also ich habe mich schon sehr dolle in meinem Charakter geändert, in meiner Kraft. Also ich kann jetzt halt mich besser verteidigen und auch besser agieren oder halt besser mit anderen klarkommen. Also früher war ich halt immer sehr schüchtern und auch vorlaut, sag ich so. Und jetzt bin ich eher nicht mehr so schüchtern und so ängstlich. Weil jetzt traue ich mich auch abends auf die Straße.